Ich komme zu Tagesordnungspunkt 4, Gewerbeschule Durlach, Umstellung der Heizungsanlage von Erdgas auf Pellets. Frau Oppelt und dann der Herr Ruf. Ja, uns scheint jetzt die Umstellung von Erdgas auf Pellets nicht der ganze klimaschutztechnische Wurf zu sein, weil ich meine, gut, man hat jetzt von fossilen Brennstoffen dann umgestellt auf nachwachsende Rohstoffe, aber bei dem Holzpreis, der zurzeit in die Höhe schießt, also jetzt nicht nur beim Bau, ist natürlich auch das Abfallprodukt Pellets wird teurer. Und bei dem Baumsterben weiß ich nicht, wie sich das auswirkt. Hat man denn geprüft, ob vielleicht eine Luftwasserwärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach vielleicht besser wäre oder eine Erdwärme? Weil das erschiene mir kostengünstiger zu sein und auch vom Klimaschutz her besser. Da kann ich nur sagen, die Aussage ist, aus technischen Gründen ist es die einzig Alternative. Herr Ruf. Vielen Dank für das Wort. Ich glaube, meine Fragen gehen so ein bisschen in die gleiche Richtung. Und die Antwort für dieses konkrete Objekt ist, das die einzige technische Alternative, finde ich ziemlich unbefriedigend. Also, als ich Entschuldigung, Herr Ruf, die Antwort ist noch länger. Ich stelle die auch allen gern zur Verfügung. Das war jetzt nur ganz speziell auf diese Frage. Super, das hilft dann vielleicht ein bisschen. Also, als ich die Beschlussvorlage gesehen habe, habe ich mich schon so ein bisschen gewundert, warum macht man das erst 22, 23? Also vor 10, 15 Jahren wäre der richtige Zeitpunkt gewesen. Aber der Blick zurück hilft uns jetzt an der Stelle nicht weiter. Heute erscheint, und da gebe ich Ihnen recht, für dieses konkrete Objekt trotz der großen verglasten Flächen aus dem Baujahr 1994 eine Kombination Photovoltaik, elektrische Wärmepumpe in Ergänzung Infrarotflächenheizung als sinnvoll. Dann einmal die Heizungslebensdauer, 15 Jahre, die Verringerung Transmissionswärmeverluste der Gebäudehülle durch neue Verglasung. Also diese ganzen Sanierungsfahrpläne, das muss man ja nicht jedes Mal neu erfinden. Und das verwundert mich an der Stelle schon. Zusätzlich wirft, wenn ich die Auslegung der Anlage sehe mit 660 kW, 20 Kubik Wärmespeicher, das wirft Fragen auf. Also warum wird denn hier die Spitzenlast offensichtlich über Holzpellet ausgelegt? Das ist wahrscheinlich die teuerste Möglichkeit an der Stelle. Wenn man sich jetzt mal überlegt, was bedeuten eigentlich diese 660 kW, also jetzt mal unter der Prämisse, dass die korrekt ausgelegt sind, in Verbindung mit 1500 äquivalenten Volllaststunden pro Jahr, dann reden wir über 400 Tonnen Pellets pro Jahr. Das sind 20 LKW mit Anhänger, 23 Tonnen oder 40 LKW ohne Anhänger pro Jahr. Das bedeutet Verkehrsaufkommen, das bedeutet Emissionen vom Transport. Also Pellets haben einen Emissionsfaktor ungefähr ein Zehntel von Erdgas. Da wird momentan noch ein bisschen gestritten, ob die Methanemissionen korrekt berücksichtigt sind. Also, warum kann ich dieser Maßnahme trotz dieser großen CO2-Einsparung jetzt nicht zustimmen? Und das finde ich echt total schade. Also dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe. Der erste ist, dringlicher ist meines Erachtens die Umstellung von mit Öl befeuerten städtischen Liegenschaften, weil die gibt es immer noch. Beispielsweise das Naturschutzzentrum Rappenwörth, da wurde vor einigen Jahren ein neuer Ölkessel eingebaut in einen Keller, der stillgelegt werden soll, wegen dem integrierten Rheinprogramm. Für mich vollkommen unverständlich. Aus Sicht der Stadt gilt, wie für jeden Liegenschaftseigentümer, ich kann jeden Euro genau einmal ausgeben und dann soll er bitte dort ausgegeben werden, wo ich die größte CO2-Einsparung für mein Geld bekomme. Grund 1. Grund 2 ist, wir müssen Wärmelösungen im Verbund denken und skalierbar. Hier eine Liegenschaft zu betrachten, nützt uns nichts. Wir haben heute beim Tagesordnungspunkt 2, war das, glaube ich, gehört, dass in unmittelbarer Umgebung zu diesem Objekt möglicherweise ein Ersatzneubau für die Turmbergschule und den jetzigen Pfinzbau geplant ist. Eine Machbarkeitsstudie soll, glaube ich, schon bis Mitte 2022 vorliegen. Bitte diese Machbarkeitsstudie abwarten, die Wärme im Verbund denken, die Gebäude gemeinsam versorgen. Gleiches gilt für das geplante Baugebiet
im Quartier an der Pfinz in direkter Nähe, das vielleicht dann ja auch ab, ich weiß nicht, 2030, 2035 bewohnt ist. Die Sachen müssen mit berücksichtigt werden. Danke. Wir haben dazu tatsächlich auch eine Antwort erhalten. Es bestätigt auch vieles. Die Planungen zielt allein auf die Wärmeversorgung der vorhandenen Gewerbeschule. Die bedenkt also nicht irgendwas, was da sonst noch kommt. Sollte ein Ersatzneubau für Pfinzbau und Turmbergschule konkret geplant werden, würde dieser Komplex sicher durch eigenständige, sicher nicht auf Verbrennung von Biomasse basierenden Wärmelösungen versorgt werden. Denkbar wäre beispielsweise eine Wärmepumpenlösung auf Basis der restlichen Rücklaufwärme der Gewerbeschule oder eine Wärmepumpe mit Nutzung vorhandener Erdwärme. Aktuell wird auch bereits für diese Schule eine andere Standortlösung untersucht. Für das angesprochene Baugebiet, wenn auch unten am Kreuzinger Weg, könnte man ja auch auf die Idee kommen, wurde kein Nahwärmekonzept im Verbund mit dem städtischen Gebäude untersucht, noch nichts untersucht. Nach unseren Informationen liegt hier noch keine belastbare Planung für eine Wärmebedarfsermittlung vor. Zudem muss auch hier davon ausgegangen werden, dass eine technisch und wirtschaftlich angemessene Lösung zur Versorgung von Wohnungsneubauten nicht durch Biomasseverbrennung realisiert werden sollte. Herr Wenzel. Frau Ortsvorsteherin, war das jetzt die Antwort auf die Fragen, die ich da im Ältestenrat hatte zu dem Thema und auch ein möglicher Anschluss an ein Fernwärmekonzept? Weil ich kann dem Kollegen Ruf und der Frau Kollegin Oppelt nur zustimmen. Ich selber hatte in einem Firmenobjekt einer großen Immobilie das Thema Pellet angerissen, geplant. Und leider ist es tatsächlich so, Pellet ist überhaupt nicht CO2-neutral. Gar nichts, weil die meisten Holzvorkommen, die werden leider in Bulgarien und Rumänien hergestellt. Es gibt kaum in Deutschland Fertigstellung bei großen Objekten. Und ich sah das auch sehr kritisch. Und eine der größten Firmen, die das herstellen, hatten uns auf Nachfrage dann auch bestätigt, dass kaum heimisches Holz in dieser Sache als Abfallholz liegt und die Anfahrtskosten vom nächsten Punkt wäre nach Karlsruhe horrend. Und Herr Ruf hat sich ja die Mühe gemacht, die Anzahl der LKWs mal hochzurechnen. Also ich sehe auch zu diesem Zeitpunkt das sehr, sehr kritisch. Meine Frage ist aber ganz einfach, was machen wir? Kann das warten? Können wir es aufschieben, wie der Herr Ruf es vorgeschlagen hat? Wenn wir hier davon also, überzeugt sind. Herr Wenzel, zunächst, die Fernwärme ist zu weit entfernt. Also das lässt sich nicht darstellen, das haben wir auch abgefragt. Das ist so. Zum Thema Nachhaltigkeitsstandards wird uns mitgeteilt. Man ist derzeit in der Tat, wie Sie sagen, an einem bei zukünftigen Vergabeverfahren eben genau auf diese zu achten. Und Nachhaltigkeitsstandards auch da festzulegen, rechtssicher dann in den Vergabeverfahren. Aber das ist in der Tat noch ein Thema, da haben Sie ein richtiges Thema angesprochen. Die Frage mit der geäußerten Einwände zur Herkunftssicherheit der Holzabfälle sind aktuell leider teilweise berechtigt. So wird es auch gesagt. Aus unserer Sicht, sagt Hochbau- und Gebäudewirtschaft, stehen diesen partiellen Qualitätseinbußen jedoch nicht einer grundsätzlichen Entscheidung für den Energieträger Holz entgegen, insbesondere nicht im Vergleich zum aktuell noch am Standort verheizten fossilen Erdgas. So, zum Ablauf. Nee, jetzt machen wir erstmal alle durch und dann kann ich ja noch auf das Organisatorische zurückkommen. Herr Pötsche. Nichts gesagt. Herr Brugger. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Ortsvorsteherin, seit nunmehr 20 Monaten befinden wir uns alle in einer Ausnahmesituation, die in sämtliche öffentlichen Haushalte riesige Löcher gerissen hat und weiterhin reißt. Angefangen vom Bundeshaushalt bis hinunter in die kommunalen Haushalte. Gestern im Gemeinderat wurde erneut publik und wieder besprochen, dass allein für nächstes Jahr 2022 die Verwaltung hier in der Stadt Karlsruhe ein Haushaltsminus von 75 Millionen Euro
veranschlagt. Wir sprechen jetzt bei dieser Sanierung oder bei diesem Austausch einer funktionierenden Heizungsanlage von einem Kostenrahmen von etwa 1 Million Euro. Und das im Umfeld der angespannten finanziellen Lage. Zum Punkt Klimaneutralität wurde schon manches gesagt. Während wir hier uns sozusagen 5 Beine ausreißen, wird in China jede Woche ein neues Kohlekraftwerk ans Netz geschaltet. Wir ruinieren sehenden Auges unsere Haushalte, während ganz woanders auf der Welt vermutlich über uns gelacht wird. Im Übrigen sind Pelletheizungen, wie schon angesprochen, durchaus teilweise fragwürdig. Das Holz kommt zum Teil sogar aus Südamerika, so wie zum Beispiel auch die Grillholzkohle aus Paraguay und Argentinien kommt. Dann weiß ich nicht, woher kommen dann die Pellets. Und im Übrigen, als letzten Punkt, hat das Umweltbundesamt bereits 2006 in einer Studie festgestellt, dass die Feinstaubemissionen aus Holzfeuerungsanlagen die Emissionen aus dem Straßenverkehr übersteigen. Hier wird ja oft über lebenswerte Stadt und saubere Luft gesprochen. Das passt hier in dieses Bild nicht hinein, meiner Meinung nach. Also ich werde auf jeden Fall dagegen stimmen. Danke. Ja, vielen Dank. Herr Dr. Noe. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte also auch, als ich die Tagesordnung auf den Tisch bekommen habe, ein gewisses Störgefühl. Jetzt wollen wir da eine funktionierende Heizung gegen eine Pelletheizung austauschen, die laienhaft mit meinem laienhaften Wissen über CO2-Neutralität nicht so ganz oben auf der Agenda steht. Auf Bundesebene meine ich mich zu erinnern, dass wir da in unseren Sondierungspapieren Gasheizungen und Gaskraftwerke durchaus als Brückenlösung sehen. Und jetzt wollen wir hier eine funktionierende Erdgasheizung gegen Pellets austauschen. Die Ausführung des Kollegen Ruf hat ja auch dargelegt, dass das jetzt auch vielleicht nicht gerade so die modernste und aktuellste Wahl zur Bekämpfung des Klimanotstands ist. Verlasse ich mich jetzt ganz auf das Detailwissen der grünen Kollegen. Ich habe da ein massives Störgefühl, wenn diese Heizung jetzt nicht wirklich getauscht werden muss, dann sollte man uns vielleicht doch die Zeit nehmen, da nochmal eine extra Schleife machen und dann wirklich eine zukunftsfähige Lösung herbeiführen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kehr. Ja, also Pelletsheizungen, also allein in dieser Dimension sehen wir kritisch. Und die Heizung muss ausgetauscht werden nach dem Energiegesetz. 94 gebaut, nach 30 Jahren muss sie raus. Das heißt, spätestens 24 wird die stillgelegt, also muss sie ausgetauscht werden. Die Pelletsheizung an sich, ich glaube nicht, dass sich diese 150 Tonnen CO2-Emissionen wirklich vermeiden lassen durch den Austausch der Pelletheizung. Aber das heißt, wir haben noch 3 Jahre Zeit. Die Millionen kann man vielleicht auch anders nutzen, indem man andere Technologien, dort sind ja Maschinen, die Abwärme produzieren. Man kann über Wärmetauscher den Vorlauf der Heizung umbauen, dass man da den Vorlauf schon mal anwärmt. Stand der Technik gibt es andere Möglichkeiten, glaube ich, als eine Pelletheizung. Vielen Dank, Herr Dr. Rausch. Ja, ich will noch ergänzen, was die energiepolitischen Sprecher der anderen Fraktionen ja bereits betont haben. Wenn die Pellets nicht aus Südamerika kommen, kommen sie vielleicht aus Bulgarien. Aber es geht hier auch ein bisschen um was Grundsätzliches. Und das habe ich auch bei anderen Themen heute noch gemerkt, wo ich vielleicht nachher noch einmal Gelegenheit habe, was dazu zu sagen. Wir müssen jetzt diesen Bewusstseinswandel, den wir offensichtlich hier in diesem Gremium schon haben, im Hinblick auf den Klimaschutz, auch irgendwo in der Verwaltung verinnerlichen lassen. Und wenn regelmäßig Vorlagen kommen, nach dem Motto, na ja klar, wir haben das Problem gesehen, aber das Umweltschädliche ist dann doch das Richtige, gerade mal noch, dann kommen wir nicht voran. Und deswegen werden wir natürlich auch gegen diese Vorlage stimmen. Es ist ja nicht so, dass es dann kalt und finster wird in dieser Schule von heute auf morgen. Ich glaube aber auch, dass diese Berechnung, wenn man jetzt mit Erdgas weitermacht, ein bisschen in die eigene Tasche geguckt ist, denn das Erdgas kommt ja von den Stadtwerken Karlsruhe
und wird dann an die Gewerbeschule geliefert. Und wenn das dann teurer ist als die Pellets, dann haben wir ja irgendwo nur Gelder innerhalb desselben Haushalts zu verschieben. Von daher gesehen würde ich also auch die Wirtschaftlichkeit der Pellets, die jetzt da mal so kurz dargestellt wird, unter dem Strich für den kommunalen Haushalt der Stadt Karlsruhe auch in Zweifel ziehen. Von daher gesehen, man soll der Verwaltung sagen, ihr könnt eure Vorlage wieder haben, wir haben dagegen gestimmt. Lasst euch bitte etwas Klimaschutzgerechteres einfallen. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, dass wir vielleicht bei künftigen Vorlagen, die wir hier auf den Tisch bekommen, immer auch an diesen Klimaschutzaspekt denken sollen. Vielen Dank, Herr Ruf. Ja, ich wollte mich doch noch mal mit ein paar Details äußern, da ich jetzt ja auch so ein bisschen zitiert wurde und ich fand jetzt auch missverstanden. Also biogene Festbrennstoffe, die haben ihre feste Rolle und ihre Berechtigung in der deutschen Wärmewende. Also das wollen wir gar nicht in Abrede stellen. Die Nische für diese Geräte wird bis zu 1 Million Anlagen umfassen. Also das ist jetzt nicht irgendwie nichts. Es waren jetzt mehrere Punkte und ich fand, es ging wahnsinnig viel durcheinander. Also vielleicht kurz zu den Emissionen. Ja, die emittieren Feinstaub, aber es war einfach falsch, was Sie gesagt haben, Herr Brucker, zum Thema Feinstaub dieser Anlagen. Der Hauptteil der Feinstaubemissionen aus biogenen Festbrennstoffen kommt aus sogenannten Komfortkaminen, in denen Scheitholz verbrannt wird. Das sind nicht die Pelletanlagen. Die Pelletanlagen müssen einen Standard von weniger als 20 Milligramm pro Normkubikmeter einhalten und die meisten unterschreiten diese Grenze stark. Das ist jetzt vielleicht zum Punkt, natürlich sind die nicht lokal emissionsfrei. Das wissen wir und das hatte ich auch vorher noch angemerkt. Der zweite Punkt ist Herkunft der Pellets. Wir haben jetzt hier mehrfach gehört, es handelt sich um Abfallholz. Das ist falsch. In der Herstellung von Holzpellets wird Abfallholz verwendet, aber das Abfallholz wird verwendet, um die Pellets zu trocknen. Wir haben in der Rheinebene mehrere Pelletwerke, da kann man hingehen und kann sich das angucken, wenn man sich für die Sache interessiert. Also das Holz, das am Ende in den Pellets drin landet, muss bestimmte Qualitätsmerkmale aufweisen, sonst kommt es dafür einfach nicht in Frage. Ich muss einen Aschegehalt von zuverlässig unter 0,6 Masseprozent erreichen und das geht nicht, wenn ich halt irgendwie Abfallholz verwende. Ganz einfach. Es handelt sich um ein DIN-zertifiziertes Produkt und es muss bestimmte Qualitätsmerkmale erreichen. Diese Thematik, das Holz aus Bulgarien, Südamerika, Georgia wird sehr oft genannt übrigens, in den USA, Tennessee, dass das dort herkommt, das ist eher die Kraftwerksthematik. Das heißt, wenn ich auf die absurde Idee komme und nutze Holzpellets als Ersatzkraftstoff, Brennstoff für Kohlekraftwerke, große thermische Kraftwerke, da werden diese Pellets verwandt. Wenn ich jetzt hier um meine Kleinstanlagen, und dazu rechne ich jetzt auch noch diese Anlage unter 1 MW, da ist es überhaupt kein Problem, hier aus der Region Pellets zu kommen. Die sind zertifiziert und ich habe einen Hersteller, der garantiert mir, dass die Pellets aus Landschaftspflegeholz kommen, aus Waldpflegeholz kommen und dass dieses Holz aus dem Schwarzwald ist, aus irgendwelchen deutschen Mittelgebirgen oder Vogesen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, das waren jetzt so die wesentlichen Punkte, die ich da nochmal zur Klarstellung, das mit den 30 Jahren ist ja schon gefallen, das ist ja ganz offensichtlich. Im Schnitt sind die Gasheizkessel in Deutschland 17 Jahre alt. Das ist zu alt. Wir haben auch gesehen, dass gut gemeinte Landesgesetzgebung wie das E-Wärme-G im Prinzip auch dieses Alter nochmal erhöht hat, weil dann die Liegenschaftseigentümer gesagt haben, ich warte nochmal ein bisschen, es ist ein bisschen schwieriger geworden, vielleicht wird es ja nochmal einfacher. Das ist nicht der Fall, es wird nicht einfacher, es wird immer anspruchsvoller. Und ich möchte auch nicht, dass meine Argumente jetzt hier in die falsche Richtung gehen. Lieber heute handeln als länger warten, weil länger warten hat uns in genau die Situation gebracht, in der wir heute sind. Also wenn ich sehe, dass wir alle dagegen stimmen, stimme ich am Ende dafür. Ja, signalisiere Zustimmung, wenn Ablehnung gesichert ist. Frau Frei. Ja, herzlichen Dank. Ich muss vorweg sagen, ich bin nicht vom Fach. Ich kann mich da fachlich nicht so richtig einbringen. Ich tue mich mit dem Antrag auch ein bisschen schwer, weil ich nicht so richtig einen Vergleich habe. Jetzt ist gesagt worden, es gibt umweltfreundlichere Lösungen, es ist gesagt worden, es gibt günstigere Lösungen, aber diese Lösungen, die haben wir jetzt hier nicht als Vergleichsangebote vorliegen. Besteht die Möglichkeit, hier nochmal Informationen einzuholen, mit welchen anderen Technologien es möglich wäre? Frau Ries, Sie hatten vorher gesagt, diese Technologie ist alternativlos.
für den Einbau. Ich sehe auch, es kommen Kosten von 82.400 Euro anschließend auf uns zu, die natürlich auch bei einer anderen Anlage entstehen würden. Die alte Heizungsanlage ist abgeschrieben, die hier muss erst noch angeschafft werden. Ich tue mich schwer, hier mich als ausreichend informiert zu betrachten, um hier abstimmen zu können. Herr Müller. Ja, danke, Frau Ortsvorsteherin, werte Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, es macht wenig Sinn, dass wir uns gegenseitig mit irgendwelchem persönlichen Wissen versuchen zu überzeugen, auch wenn die Ausführlichkeit beeindruckend ist. Aber ich glaube, an der Stelle dann in aller Ausführlichkeit dann doch nicht nötig. Denn Fakt ist doch eins, dass wir uns doch tatsächlich insgesamt mit dieser Vorlage schwer tun, weil wir uns in der Tat etwas anderes erhofft hätten seitens der Verwaltung. Die Frau Frey hat es trefflich formuliert, nämlich zum einen natürlich auch diese Alternativvorschläge, dass es alternativlos wäre, wie es in der Antwort als solches mal zwischendurch aufgeklungen ist, mag mir die letzte Überzeugung dann doch nicht liefern. Insofern würde ich diesbezüglich dann tatsächlich den Weg beschreiten wollen, wie Herr Dr. Rausch dann auch schon mal anformuliert hat, dass wir in der Gänze dann in der Ausfertigung der Beschlussvorlage als solches zu einer Ersatzheizung auf Pelletbasis dann offensichtlich in der Gesamtheit wenig zufrieden sind. Ja, vielen Dank. Wir sind in der gesamtstädtischen Gremienfolge jetzt die Ersten. Es kommt dann in den Bauausschuss am 26.11. und so in den Hauptausschuss am 30.11. Inwieweit da ein weiteres Verschieben möglich wäre, kann ich nicht sagen. Aber ich sehe ja auch heute, dass sich da sehr viel Kritik auftut. Insofern können wir heute einfach nur den Beschluss machen und dann ist halt ein negativer Beschluss und den schicken wir zur Hochbaugebäudewirtschaft. Ich würde aber das Gremium um eines bitten, weil ein Ältestenrat ist kein Selbstzweck. Wenn so viel Bauchschmerzen bei einer Vorlage sind, dann sollte man dem zuständigen Amt die Möglichkeit geben, dass er hier einen Fachmann schickt. Und das hätte man im Ältestenrat dann auch sagen können. Weil dann hätten wir alle den Vorteil gehabt, dass wir nämlich dann diskutieren hätten können auf Augenhöhe mit einem Fachmann, der nämlich nicht nur die Pellets pro und Pellets contra, sondern auch die Verzahnung zu den technischen Gegebenheiten und sonstigen Notwendigkeiten ist. Das ist einfach meine Bitte, dass wir dann auch, es kann auch noch nach den Fraktionssitzungen sein, dann bitte einen Zuruf kriegen, dass wir dann wirklich auch sachgerecht und qualitativ diskutieren können und dann einen Beschluss fassen können. Ansonsten liegt der Beschluss heute vor und wir können den jetzt, wir müssen heute einen Beschluss fassen. Wir können natürlich HGW nochmal die Gelegenheit geben, nochmal auf die Bedenken, die jetzt heute auch geäußert worden sind, nochmal näher einzugehen, nochmal in schriftlicher Form und dann es nochmal in die Offenlage zu geben. Das kann ich gerne anbieten. Oder das Gremium bietet sozusagen uns an. Herr Pötsche hatte sich gemeldet und dann Herr Dr. Rausch. Na, ich fände es jetzt eigentlich eine sehr ungeschickte Situation, wenn wir die Maßnahme an sich ist ja positiv. Man möchte im Rahmen der Klimaschutzziele die Heizungsanlage ertüchtigen. Das ist ja mal was sehr Positives, da kann man ja nichts dagegen haben. Wir hadern mit der Technik, die einen mehr fachmännisch, die anderen mehr laienhaft, mit ihren persönlichen Bedenken. Ich möchte aber auch nicht hingehen, dass wir uns die Chance momentan vertun. Ich meine, das ist hoher Haushaltsposten. Wir haben alle mitbekommen, wie angespannt der Haushalt ist. Es ist ja schon klasse, wenn wir das bekommen könnten für die Gewerbeschule Durlach. Ist es denn eine Option, dass wir sagen, wir stimmen zu und artikulieren die Bedenken, dass wir bezüglich der technischen Umsetzung A, Bedenken bzw. noch viele Fragen haben, aber damit gesichert ist, dass dieses Geld auch zur Verfügung steht und nicht die nächsten 2-3 Jahre dann erst wieder über das Thema gesprochen werden kann, weil die Gelder woanders eingesetzt werden oder gar nicht mehr zur Verfügung stellen?
sodass wir eben sagen, wir stimmen zu, aber. Das können wir immer sagen. Wir können sagen, wir stimmen zu, aber. Aber dann haben wir dem Umbau nicht zugestimmt. Dem Konkreten, wir sind konkret angefragt, das kommt als konkrete Maßnahme zur Beschlussfassung in den Bauausschuss, dem haben wir halt nicht zugestimmt. Wir stimmen zu, haben aber Bedenken hinsichtlich der Technik. Natürlich können wir das machen, klar. Wir werden ja auch nur angehört, wir sind ja jetzt nicht Beschließende. Herr Müller. Frau Ortsvorsteherin, ich finde Ihren Vorschlag durchaus sympathisch, weil Fakt ist ja auch tatsächlich, dass wir die Haushaltsmittel natürlich auch in den aufzustellenden Doppelhaushalt einzustellen haben. Und wenn wir diesbezüglich weitere Fragen haben, wenn wir Punkte haben, die wir aus unserer Sicht für ungeklärt oder noch nicht ausreichend beleuchtet und bewertet sehen, dann glaube ich schon, dass das zumindest mal ein gangbares Verfahren wäre, diesbezüglich nochmal bei der Verwaltung zur Beantwortung anzufordern, um dies dann letztendlich unter Umständen, je nach Lage der Dinge, dann in einem Umlaufbeschlussverfahren dann tatsächlich nochmal auf den Weg zu bringen. Denn einzig ist auch Fakt, die ganze Geschichte muss ja noch in den Bauausschuss und sie muss ja dann auch noch in den Hauptausschuss. Und wir haben alle Vertreterinnen und Vertreter in den gemeinderätlichen Ausschüssen und können diesbezüglich dann auch unsere Bedenken nach dorthin transportieren. Es besteht allerdings das Risiko, wenn ihr es in Durlach nicht wollt, dann geht es eben woanders hin, das Risiko besteht. Ja. Vorschlag von mir. Wir stimmen der Erneuerung der Heizungsanlage zu. Die Bedenken sind im Protokoll und wir hätten gern noch mal einen fachlichen Austausch über die Technik im Bauausschuss. Herr Dr. Rausch. Den muss man ein bisschen konkretisieren, den Vorschlag, denn sonst birgt er das Risiko, dass irgendeiner versteht, wir stimmen der Umstellung auf Pellets zu. Da hilft. Nein, wir stimmen. Und so darf es nicht sein. Das heißt, im Prinzip muss der Beschluss dann heißen. Fragen wir jetzt den Herrn Ruf, der kann es uns fachmännisch ausdrücken. Ja, nee, die Formulierung vom Beschluss muss dann eben heißen: Der Ortschaftsrat stimmt der Modernisierung der Heizungsanlage zu, fordert die entsprechende Einstellung der Haushaltsmittel, lehnt aber die Umstellung auf Pellets ab. Das wäre eine klare Antwort. Wir müssen ja denen auch sagen, die dann über unsere Mittel bestimmen, was sie tun sollen. Herr Dr. Rausch, das wäre eine klare Ablehnung der Beschlussvorlage und das wollten wir ja gerade nicht. So, wenn jetzt schon. Herr Ruf noch und dann stelle ich einfach die Beschlussvorlage zur Abstimmung, wenn es was anderes nicht möglich ist hier. Herr Ruf. Vielleicht ließe sich der Beschluss ja in zwei Teilen. Teil 1 wäre, das Gremium stimmt einer klimaneutralen neuen Heizung für das Objekt zu. Und der zweite Teil, da stellt man entweder die Pellets zur Abstimmung oder auch nicht oder spart sich den in Gänze oder vertagt ihn in einen Ausschuss 2 oder wohin auch immer. Der Ortschaftsrat stimmt einer Umstellung der Wärmeerzeugung in der Gewerbeschule Durlach zu, Ziffer 1, Ziffer 2. Die Umstellung auf Pellets sieht der Ortschaftsrat kritisch. Kritisch? Wir haben es doch kritisch gesehen. Und erwartet hierzu noch erläuternde Diskussionen im Bauausschuss. Alternativvorschläge. Und über mögliche technischen Alternativen im Bauausschuss. Du musst halt den unseren Beschluss dann durchhauen im Bauausschuss. Du musst ihn durchkriegen. Du boxst ihn durch, genau. Ja, natürlich. Gut, können wir dazu abstimmen? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Zustimmung?
ja, das war dann bei einer Gegenstimme der Rest Zustimmung zu Ziffer 1 ergänzt durch Ziffer 2.